Mentoren und Freunde von Anime Music Videos. Wenn ihr wissen wollt, welche Einsendungen mir vom Animuk-Wettbewerb am besten gefallen haben, dann seid ihr hier genau richtig, denn hier ist die AMV Review 2.0. Nun, ich habe den Contest auf der Animuk leider nicht live gesehen, so viel gleich mal vorweg. Ich weiß noch nicht mal, wer gewonnen hat oder wie die Platzierungen so waren, aber all das ist auch vollkommen egal, denn hier zählen nur ich und meine Lieblinge. Also solltet ihr euch jetzt eine sachlich fundierte Meinung erwartet haben, basierend auf Fakten, Vergleichen und Recherche, ja, hier ist eine Liste von Leuten, bei denen man sich so etwas vielleicht erhoffen kann. Ja, bevor ich loslege, möchte ich euch noch kurz die Regeln des Wettbewerbs erläutern. Da hätten wir zum Beispiel A, jedes Video muss eine Mindestlänge von 90 Sekunden haben. Okay. Jeder Teilnehmer darf nur 2 Videos einreichen. Und drittens, der Contest ist nicht exklusiv. Moment, heißt das sozusagen, könnt ihr auch ältere Videos einreichen? Ah, verdammt, wo habe ich das bloß hingedampft? Ich weiß genau, dass hier noch irgendwo eins sein muss. Aber das ist halt, wenn man keine Ordnung hat, dann passieren einem solche Dinge. Aha. Wusste ich doch, dass da noch eins ist. Natürlich sollte das Video dann trotzdem nicht älter als 2 Jahre sein. Und überhaupt, weil der Contest ja nicht exklusiv war, fallen auch die beiden AMVs von Bauzi und Miso nicht mehr in diese Wertung. Wer meine Meinung zu diesen beiden Videos dennoch hören will, der kann sich ja noch einmal die AMV-Review von der Fuyu Convention ansehen. So, jetzt aber ohne weitere Umschweife, meine Top 5 AMVs von der Animuk. Hier ist Platz Nummer 5. Manu B. mit seinem Mirai Nikki AMV zu den Klängen von Hailstorm mit MC Hyde. Und ich weiß, was ihr jetzt alle denkt, aber Edi, wie kann es denn so ein verpixelter Bitbrei in deine Top 5 schaffen? Nun, was ihr hier seht, ist schon der Upscale von 360 auf 1080 Höhenlinien, weil ich will euch in meiner AMV-Review mit so wenig Formatspringen wie möglich quälen. Wobei, warum eigentlich nicht? Ich meine, hier ist das Video in Originalgröße, so haben wir beide vernünftig Platz am Bildschirm und ich kann sogar noch einen Freund hinzuziehen. Hallo Edi von der linken Seite! Eigentlich ist das gar nicht das echte Links, sondern nur das Kameralinks, also eigentlich rechts. Echt? Faszinierend! Aber mal ganz ehrlich, kaum ein Video unter diesen rund 20 Einsendungen hat mir so wehgetan wie dieses hier. Man sieht, hey, da ist richtig viel Arbeit ins Editing geflossen und oh, da hatte jemand eine coole Idee und yes, endlich mal ein stimmiges Lied. Und dann kommt das Teil daher, dass ich es gerade mal auf meiner alten PSP verlustfrei abspielen kann. Lieber Manu B., echt klasse AMV, liefer mir das in Full HD ab und ich platziere dich meinetwegen ganz, ganz oben in dieser Liste. Wobei, einen Kritikpunkt habe ich dann schon auch noch, von der Auflösung mal abgesehen, das Ende. Es endet einfach abrupt. Wobei, kann es sein, dass es bei diesem Contest irgendwie Vorgabe war? Ich meine, what the fuck? Ich schneide meine Videos ja auch nicht so. Und ja, bis dahin, schaut die Serie an und habt eine schöne Zeit. Ich frage mich gerade so ein bisschen, warum habe ich eigentlich dieses AMV nie fertig gemacht? Ah ja, darum. Das nächste AMV auf meiner Liste hat auch kaum Credits, ist dafür aber 5 Minuten lang. Mann, bin ich halt wieder unorthodox. Platz 4 meiner beliebtesten Videos geht an Cookie to Freakout mit Living the Fantasy. Aber wenn man rund 1 Dutzend Lieder und eine gefühlte 500.000 Serien in knackige 314 Sekunden quetschen will, dann ist für einen Abspann wahrlich keine Zeit mehr. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum ist der Ton hier besonders leise? Nun, ich glaube allein dieses AMV hat rund 40% des Animuk Gamer Budgets im Alleingang geschnupft. Aber stellt euch mal ganz einfach sämtliche Number One Dancefloor Hits der letzten 2 Jahre in einer Tonspur vor, gemixt mit den Animes aus der letzten I Want You To Watch Staffel. Verdammt, da hat mir jemand meine Idee geklaut. Man muss aber auch sagen, dass sich manche Serien echt gut verstecken und im AMV sehr viele kleine, mehr oder weniger versteckte Anspielungen sind. Klar, bei so vielen Liedern und Titeln gibt es auch welche, die man nicht so toll mag. Aber dennoch ein schöner Umriss des Mainstreams unserer Zeit. Dafür gibt's von mir den 4. Platz.
Mehr wäre durchaus möglich gewesen, wenn zum Beispiel das Editing an den Rändern etwas besser gewesen wäre, weil... Schlechtes Editing erkennt man an den Rändern. Dankeschön. Weiter geht es mit den Top 3. Hier ist Platz Nummer 3, ein echtes A-Klasse AMV von Mr. A. Life Goes On, so der klingende Titel dieses Attack on Titan Videos. Und ich weiß nicht, welches Lied das hier ist. Kann sein, dass der Liedtitel ebenfalls Life Goes On von irgendeiner Band ist, aber ihr müsst meine Unwissenheit entschuldigen. Die Background-Informationen, die ich zu diesen Videos bekommen habe, geben einfach nicht mehr her. Was soll das heißen? Man hätte das auch in 10 Sekunden googeln können. Ansonsten, was soll ich noch viel dazu sagen? Technisch gut, fetzige Musik, gehypte Serie, gute Visuals, stimmige Effekte, Länge passt. Irgendwas gewonnen hat's auch noch. Herz, was willst du mehr? Aber für eine höhere Platzierung in meiner Wertung hat es dann dennoch nicht gereicht, weil, ganz ehrlich, ich kann keine Shingeki no Kyojin AMVs mehr sehen. Aber wisst ihr, wovon es echt weniger AMVs gibt und wo ich unbedingt gerne mehr sehen würde? Madoka. Hier ist Platz Nummer 2. Tivena mit dem Video The Lie of Being a Magical Girl. Und ganz ehrlich, ich kann auch keine Madoka AMVs mehr sehen, aber naja, also das hier ist... wirklich gut. Gute Szenenwahl, stimmige Filter und ich mag das Konzept, die Idee und die Botschaft dahinter. Und mit 2 Minuten auch das kürzeste Video am Start. Außerdem hat es die Humanik-Schrift als Lyric-Font und wen das immer noch nicht restlos überzeugt, im Namen des Song-Interpreten kommt das Wort Crew vor. Nuff said. Ihr seht also, ich bin ziemlich unberechenbar, wenn es darum geht, meine Playlist zusammenzustellen. Wobei, so unberechenbar dann wieder auch nicht. Galt und gilt doch in Österreich seit jeher das alte Sprichwort AMV-Wettbewerb, das ist, wenn 40 Leute etwas einsenden und am Ende trotzdem LGS gewinnt. Hier ist meine Nummer 1. Kenka mit ihrem Fake-Trailer zum Mabaru Penguin Drum und der Audiospur aus der Franklin-Vorschau. Ich habe dieses AMV zwar schon auf der Fuyu Review kurz geteasert, weil ich wusste, dass es gut war, aber ich hätte nicht gedacht, dass Kenka es wirklich schafft, sich damit gegen das gesamte Starterfeld der Animuk durchzusetzen. Und warum ist dieses Video so gut? Es passt einfach alles. Die Umsetzung, Szene für Szene. Hast du keine Ahnung, weder vom Anime noch vom Film, so wie ich, dann kannst du echt nicht sagen, ob es sich um einen Fake-Trailer oder um eine echte Vorschau für diese Serie handelt. Noch dazu stellt es mir noch immer jedes Mal die Nackenhaare auf, wenn ich das allein daheim im Dunkeln sehe. Gibst mir die Chills, wie man so schön sagt. Und ich gebe dir, liebe Kenka, dafür den ersten Platz. Deine Wandernadel und die 100 Editaler im Bar holst du dir bitte unten beim Pförtner ab. Und natürlich, mach so weiter, die AMV-Saison ist ja noch jung. So, das waren sie also, meine Top 5 AMVs von der Animuk. Und zum Schluss noch ein ernst gemeinter Tipp von mir. Selbst wenn ihr 2 Videos einreichen könnt, bitte tut das nicht. Denn ich konnte bei allen, die es gemacht haben, genau sehen, was ist die A-Seite und was ist die B-Seite. Nur so ein kleiner Gedanke von mir. Wobei, ich schaff's nicht einmal, ein Video in einem Jahr zu machen. Also, was soll ich euch noch sagen? Es ist doch alles schon gesagt. In diesem Sinne, keep on render und möge der Codec mit euch sein. Das ist schwieriger, als es aussieht. Das schaffe ich nie bis zur Animuk. Ha, Herrschaftszeiten. Schon wieder so eine Szene, die nicht reinpasst. Ich brauche einen Effektübergang. Besser.